Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Niedersachsen im LS22. In der letzten Folge war relativ viel los. Wir haben hier unseren Futtermischwagen, den Schüttemarker Vertigo. Aber wir haben jetzt halt auch einen Silo King, den wir im Angebot geschossen haben. Da konnte ich nicht Nein sagen, auf jeden Fall. Den musste ich mitnehmen. Das heißt, wir können das jetzt vielleicht auch ein bisschen verteilen. Muss ich mal gucken. Entweder wir verkaufen den anderen noch oder wir verteilen ihn ein bisschen über die Flächen. Wir haben ein Case IH Steiger 9390 und so weiter und so weiter am Start. Für 30.000 haben wir, glaube ich, bezahlt. Um den Dreh? 30, 35.000? Nee, Moment. Wir haben mehr bezahlt. 50, irgendwie so. Aber der hat 625 PS, kann man nicht meckern. Wir haben einen weiteren Anhänger geschossen. Der hat 30.000 gekostet, wenn ich mich nicht täusche. Der Schütemarker Siva 840. So, jetzt müssen wir die irgendwie hier mal ein bisschen verräumen. Ich habe ja auch schon die Mähwerke wieder rüberfahren lassen. Ihr seht, hier sind noch die Helfer drin. Die warten gerade, dass ich hier jetzt den Silo King endlich wegfahre. Das machen wir glatt mal. So, und das nutzen wir und drehen gleich hier hinten rum. Dann schauen wir mal, da haben wir auf jeden Fall noch Stroh. Und ich glaube, hier hinten haben wir auch noch Stroh. Hier haben wir auch noch Stroh, ja. Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich lange hält, wenn ich versuche, die Kühe einigermaßen über das Jahr verteilt jetzt hier mit Stroh zu versorgen. Aber es dürfte auf jeden Fall noch genug reinkommen. Deswegen das Stroh, das wir in der letzten Folge produziert haben, das würde ich dann tatsächlich mal mit dem Ladewagen einsammeln. Oh, die stehen aber schön. Nicht schlecht. So, den stellen wir erstmal hier hinten ab. Dann steht er schon mal parat, dass wir da direkt einladen können. Dann schnappen wir uns den Case. Und jetzt ist die Überlegung, wo stelle ich den Schüttemarker mal eben zwischen. Die anderen großen Hänger stehen alle an der BGA. Da soll der hier dann auch hin. Aber noch ist da halt kein Platz. Also doch, es ist Platz, aber ich will ihn da jetzt nicht rüberfahren. Das heißt, wir parken den mal eben zwischen, damit ich den dann mit einem anderen Gerät rüberbringen kann. So, weil der Case soll direkt seinen ersten Auftrag übernehmen, und zwar mit dem großen Grubber. Oh, jetzt natürlich die Schneidwerke wiederum vorstehen. Sehr gut. Ja, gut, so ist das. Die Hoffläche ist schon nicht klein, aber doch irgendwie verwinkelt. Dann bringen wir die Schneidwerke mal eben kurz weg, würde ich sagen. Schneidwerke brauchen wir, glaube ich, aktuell erstmal nicht. Wir haben ja sämtliche Mähaufträge irgendwie erledigt. Interessanterweise kam die 104 mehrfach nochmal an den Start, aber am Ende verschwand sie dann doch. Ich glaube, ich habe die 104 in dieser Runde 4-5 Mal bearbeitet. Also locker 100.000 eingenommen, nur durch das Feld 104 oder die Wiese 104. So, theoretisch hätte ich die nochmal sauber machen müssen, aber was soll's? So, den. Achso, erst runterlassen. So, den 900er lassen wir kurz hier stehen, weil ich würde mit dem 1000er fahren wollen.
Und wir haben schon zu den Feldflächen, wo die Aufträge gerade laufen, die weiteren Ernteaufträge, ja schon die Drescher geschickt und die Abfahrer. Das müssen wir auch in Gang bringen. So, dann schnappen wir uns mal das Großgerät hier. Ui. Bisschen exakter darf das schon sein. So. Schön, wie der Schalthebel mitgeht. Grubber attached. Zack, einmal nach vorne. Sauber, einmal nach hinten. Ha! Sehr cool. Wo ist denn der grobe Auftrag? Guck mal, jetzt kommen hier immer mehr Aufträge rein. Gerste. 46.000 kann man da abgreifen. Übernehmen wir, natürlich. Kalken übernehmen wir auch. Das machen wir mit eigenem Gerät. So. Wieder ordentlich Aufträge am Start hier, aber erstmal grubbern auf der 72. Für dich geht es bitte zur 72. Jawohl. Puh, hier gibt es auch einen Punkt. Sehr schön. Der ist unterwegs, der braucht eine Weile mit seinen 32 km/h. Und wir schnappen uns jetzt den Tausender Fendt. Wir wollen auch mal wieder den Tausender fahren. Der ist aufgetankt, der könnte mal eine Reparatur gebrauchen, hat mittlerweile auch 36 Stunden auf dem Tacho. Also so wie der Case. Soll er mal eben eine Reparatur bekommen? Die ist hier auch schon etwas teurer mit 3.600 Euro. Der Case war ja super günstig, ne? Und dann nehmen wir nämlich den Schüttemarker-Anhänger jetzt mit. Den haben wir schon repariert direkt beim Händler. So, den Silo King werden wir dann in einer der nächsten Folgen das erste Mal nutzen, würde ich mal sagen. Und jetzt fahren wir rüber zur BGA und holen uns da unseren Ladewagen ab, der glaube ich auch aussieht wie Sau, und parken den hier dann weg. Hui, ja. Und dann wollen wir schauen, dass wir das ganze Gras einsammeln und danach dann das Stroh für die BGA. So, hier ist ja auch der Bergmann zwischengelagert. Wobei ich die jetzt natürlich, ist auch Quatsch, ich kann mir eigentlich noch zwei Zugmaschinen, zwei Schlepper ranholen und dann kann ich die hier mit abfahren lassen bei der Ernte. Dafür ist es ja eigentlich gedacht, ne? Habe jetzt nicht mitgedacht. Dass ich die direkt daher hätte hinschicken können. Naja. So, Ladewagen, der steht hier. Ach, noch ein Tick. So, der sieht doch gut aus, oder? Alter Schwede. 10% Schaden. Ja, 10% Schaden, das ist ja nix, ne? Kann man so stehen lassen. Und dann würde ich, glaube ich, mit dem. Fangen wir mit dem Stroh an oder mit. Nee, wir fangen mit dem Gras an. In der Hoffnung, dass ich das in dem Silo tatsächlich zwischenlagern kann. Oh, guck an, da ist jemand angekommen. Sehr schön.
fahren wir kurz zur Wiese rüber. Und dann setzen wir einmal die ganzen Aufträge in Gang. Weil ich möchte die Wiese frei bekommen, damit ich Schafe platzieren kann. Deswegen der Start hier mit dem Gras. Und Sinn macht eigentlich, wenn ich das Gras auf der Hochfläche ins Silo packe. Da haben wir auch eins. Weil dann ist das gleich hier mit dran. So. Einfach schon mal anschmeißen. Ist auch kein Bon Silage drin. Sehr gut. Okay. Lassen wir den hier stehen. Jetzt skippen wir mal durch. Jetzt müssen wir mal schauen. So, hier ist unser Drescher am Start. Sehr gut. Ich sehe nichts. Ich würde gern das Schneidwerk abkoppeln. Jawohl. Danke sehr. Oh ja, das ist eine schöne Fläche. Da könnte ich wirklich noch mal einen zweiten Abfahrer hinterher schicken. Oh. So. Ach, jetzt geht das Problem wieder los. Da muss ich irgendwie zwischen. So. Ha! Hab die Stelle wiedergefunden. Sehr gut. Perfekt. Dann einmal alles zusammenklappen. Na, 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 na. Noch nicht ganz so nah ran, bitte. Ja, so lassen wir den stehen. 87. Wollen wir mal gucken, was wir hier für einen Kurs brauchen. Welche Arbeitsbreite habe ich denn noch mit dem Schneidwerk? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht mehr. Wenn ich jetzt Job erstellen wollte. Genau. 13,50 Meter. Die gibt es hier, glaube ich, noch nicht, ne? Nee. Okay, müssen wir anlegen. Na gut. Dann soll das so sein. 87, interessantes Feld. Ich glaube, dass ich die Feldfläche in der anderen Niedersachsen-Version mein eigen nennen konnte. Da, Fahrzeuge auf dem Kurs 1. Wir machen mal 4 Vorgewände. Scharf. 10% Überlappung. Generiere mir noch einen Feldkurs. Sehr, sieht sehr schön aus. Kurs speichern. Aktivieren. 13,50 Meter. Dreschen. Und dann darfst du eigentlich direkt loslegen. 87 ist hier eingestellt. Sehr schön. Erster Wegpunkt. Naja, gut. Und du sollst den Drescher abfahren. Auf der 87. Wo müssen wir hinliefern? Zur Mühle AG. Das ist schön, weil die habe ich eingefahren. Wenn ich mich nicht täusche, das ist ja super. Drescher abfahren auf 87 und bitte zur Mühle AG. Sehr gut. Perfekt. Das löbt. Dann schnappen wir uns, ja, den... Ne, wir schnappen uns den Fast Truck. Und mit dem legen wir auch einen Abfahrerauftrag für die 87 an. Dann geht das da ein bisschen zügiger.
Hoffe ich jedenfalls. Nehmen wir den neuen. Den ich gar nicht hier hätte rüberfahren brauchen dann. Aber gut, manchmal ist man hinterher schlauer. So. Einmal raus. Und dann bekommst du einen Auftrag, mein Freund. Drescher abfahren auf der 87 und es geht zur Mühle AG. So, den Rest müsste er jetzt eigentlich alleine machen. Wo ist der andere Drescher hin? Ah, guck mal, unser Case ist auch schon am Start. Grubbern auf der 72. Haben wir mit Sicherheit noch nicht am Start hier mit dem großen Grubber. 12 Meter Grubbern. Ich glaube, wir haben jetzt mehr Arbeitsbreite. Da ist die 72. Job erstellen. Ja, wir haben jetzt 14 Meter. Also einmal neu einstellen. 14 Meter. Mach mir mal 5 Vorgewände. Scharf. 10%. Keine Feldgrenzenüberlappung. Sehr gut. Tata. Kurs speichern. 14 Meter. Grubbern. Und Start am ersten Wegpunkt. Abfahrt. Unser Case Steiger im Einsatz. Mal kurz mitgucken, ob das hier alles hinhaut, wie es soll. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ich wette, ich habe hier gekalkt. Und go. Yes. Der Steiger arbeitet hier. Sehr schön. Gleich den ersten Einsatz. So muss sein. Muss ja gleich was zu tun haben und die Kohle wieder reinspielen hier. Sehr gut. Dafür bekommen wir, glaube ich, was waren das? 38.000. Danach noch so ein Auftrag, dann hat er seinen Einkaufspreis schon wieder raus. So, hier wollte ich hin, genau. Hier müssen wir mal gucken. Einmal das raus. Und ich habe kein Schneidwerk mehr. Das hätte ich festmachen müssen. Jetzt ist die Frage, wo liegt das Schneidwerk? Eieieiei. Okay, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe für Offscreen, das Schneidwerk wiederzufinden. Würde ich behaupten. Kurzer Blick auf die Karte, ob ich da irgendwo einen weißen Punkt entdecke. Wir sind ja hier unten irgendwo gerade. Da. Normalerweise sieht man das ja irgendwie, aber tja. Oder auch nicht.
Da werde ich auf die Suche gehen müssen. Ich weiß nicht, ob der hier durchgefahren ist oder ob die hier längs gefahren sind. Oh, sowas Blödes. Also hier im näheren Umkreis sehe ich es auf jeden Fall nicht. Okay, gut. Das gucke ich mir in Ruhe an. Dann kann ich den jetzt gerade noch nicht starten. Macht nichts. Wird sich schon wiederfinden. So, der ist angekommen und möchte abfahren. Das finde ich sehr gut. Und tatsächlich ist der andere Abfahrer auch schon. Ah, der steht da oben parat. Jetzt steht er allerdings ein bisschen im Weg, würde ich sagen, ne? Ich setze den mal einen Ticken nach vorne. So. Damit der uns da nicht den Weg versperrt. Hier müsste eigentlich ganz gut gehen. Ich hoffe, er bleibt auch da. So. Drescher hat irgendwelche Problemchen. Einmal zum Drescher springen und gucken, was das Problem ist. Was haben wir hier für ein Problem? Ach, das Problem. Gut. Deswegen hält der Drescher. Kein Abfahrer am Start, weil er sich wieder festgefahren hat in den Bäumen. Wahrscheinlich wird er dann jetzt überholt. Ja, der ist zu voll. Alles klar. Hier läuft aber alles. Sehr schön. Das Bildchen ist ja noch viel besser als das vorher, weil hier sieht man jetzt auch mal ein bisschen was und es ist heller. Man sieht vor allem den Case. Ah, da oben war schon gut. Foto. Wird schon klappen da drüben. Wir sammeln jetzt. Auf dass die zukünftigen Schafe ordentlich Essen haben. Bin gespannt, wie viel hier runtergekommen ist. Ja, ich weiß doch, dass der Drescher entladen werden muss. Da sind zwei Abfahrer. Das werden die ja wohl hinbekommen. In irgendeiner Form. Ich hoffe inständig, dass der Schüttemarker nicht zu hoch ist. Könnte natürlich sein. Das wäre dann allerdings ein Problem. Weil dann kann er seinen Sinn und Zweck nicht erfüllen und das wäre echt doof. Oder kann der womöglich gar kein Getreide? Das kann natürlich auch sein, ne? Das habe ich. Oh Mann, das habe ich gar nicht nachgeschaut. Kann der Getreide? Das wäre jetzt aber saublöd, wenn nicht. Wo sind die Anhänger? Ach, hier oben. Das waren gar nicht meine. Ich will meine Anhänger sehen, da. Tja. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Die beiden Großen können halt nur Silage und sowas. Nein! Ich bin so ein Depp. Ja, gut. Okay. Kannst nichts machen. Muss ich einmal hinspringen, weil sonst fährt der hier nicht los, weil der andere blockiert und versucht abzuladen, was er nicht abladen kann. Ja, das war eine nette Ausfahrt für dich. Kann man nichts machen. Mein Fehler.
trotzdem irgendwie sinnvoll, den zu haben. Haha, oder auch nicht. Naja. So, jetzt müsste der andere aber auf jeden Fall anfahren und zum Drescher rüberfahren. Tja, dann werde ich diesen Fehlkauf wohl leider mit Verlust wieder abtreten müssen. Wobei für den Bergmann kriege ich mehr Geld. Oh, die Dame. Vielleicht haue ich dann den Bergmann weg und kaufe stattdessen nochmal Krampe. Krampe Bandits. So, kann ich das hier unterbringen? Sieht nicht gut aus. Kann ich nicht. Das ist aber ganz blöd. Das klappt ja heute mal wieder ganz wunderbar. Ha. Wo könnte ich mir das noch zwischenlagern? Die Fahrsilos sind alle voll. Habe ich irgendwo ein Schüttgutlager? Ich überlege gerade, ich meine, ich habe keins. Passt hier irgendwo eins hin? Ha. Wo lasse ich das Gras am besten? Ich probiere es nochmal bei dem anderen Silo, aber ich werde wohl kein Glück haben. Mal schauen. In den Ballenhäcksler wird es wohl auch nicht reingehen. Wobei ich das natürlich probieren kann. Da ist auch nichts Schüttgutlagermäßiges. Das sind alles nur Unterstände. Oh, das ist blöd. Ich habe gedacht, das geht da rein. Daumen drücken. Aber es ist ja genau das gleiche Silo, also. Ach, ich bin noch doof. Ich bin so doof. Wenn man das HUD ausmacht, dann kann man das auch nicht sehen. Ah, Chaos. Chaos Bexon. Sehr gut, sehr gut. Naja, so wissen wir wenigstens, dass es hier reingeht. Aber dann geht es auch oben rein. Spitzenmäßig. Unterhaltung erster Güte. Naja, so fahren wir wenigstens ein bisschen durchs Dorf. Moin. Und es wollen doch immer alle, dass man durch die Gegend fährt. Oh, zu früh abgebogen. Eiskalt über die Baumwolle gebrettert. So ein Baumwollernter brauche ich ja auch noch. Ich brauche einen Rübenruder, ich brauche einen Baumwollernter. So, dann machen wir mal das HUD an. Und tada! Gut, haben wir das auch geklärt? Gras für die Schafe, die noch nicht da sind. Vorbildlich, oder? Ich hole schon mal das Futter ran dieses Mal, bevor ich Ställe und Tiere habe.
Ich finde das sehr nobel von mir. So, weiter. Zeit wieder reinholen. Oh Mann, war das dämlich. Naja. Shit happens. Fast Truck ist angekommen. Sehr gut. Der Drescher muss auch nicht mehr entladen werden. Das hat also auch hingehauen. Na, dann läuft's doch jetzt. Bis auf ein verlorenes Mähwerk, Schneidwerk, von dem ich noch nicht weiß, wo es verloren gegangen ist. Spitzmäßig. Aber der Rest läuft jetzt. Hier ist aber ordentlich was drauf. Gut. Ich wollte da nicht zu nah an die Ballen. Manchmal reicht es ja, wenn man zu nah ranfährt und dann kippen sie. Da sehe ich auch noch Grasballen zwischen. Wunderbar. Noch mehr Futter für die Schafe. Jetzt müsste aber auch gleich mal wieder voll sein hier. Tada. Mensch, ihr könnt doch hier nicht immer alle so dazwischen laufen. So, den Dieseltank dieses Mal nicht umfahren. Perfekt. Ach Mensch, von hier ist das Bild doch sogar viel cooler. Dann nehmen wir das Bild von hier. So. Nächste Runde. Na, ich denke mal so anderthalb Wagen könnten das noch sein, vielleicht sogar zwei. Wollen wir mal schauen. Geht ja sogar einigermaßen zügig hier. Als nächstes ist dann das Stroh dran für die BGA, dass wir das da auch mal drin haben. Und dann müssen wir uns auch
wieder um die Tiere kümmern. Futter zu den Kühen. Stroh mit dem neuen Silo King verteilen. Gülle abfahren. Milch abholen. In die Produktion bringen. Schafe setzen. Stoffproduktion, Kleidungsproduktion. Rübenroder. Baumwollernter. Denn wenn ich Kleidung habe, werde ich ja auch häufiger Baumwolle machen. Also Schafe plus Baumwolle, das dann auch immer gut gefüllt ist. Also die 2,5 Millionen auf dem Konto, die ja jetzt schon nicht mehr ganz da sind. Wie viel haben wir noch? 2,4 Millionen. Sind mal gar nicht so viel. Das, was ich aufgezählt habe, müssten wir davon eigentlich alles bestreiten können. Aber da kommt ja noch mehr zu, weil es muss dann ja auch mehr Feldfläche werden. Oder soll mehr Feldfläche werden. Plus weitere Geräte natürlich, ne? Equipment kann man nie genug haben. Und die Hochflächen wollen ja auch irgendwie gefüllt werden. Also gerade quetsche ich das alles irgendwie so ein bisschen auf die eine Fläche da, aber da muss ich mir jetzt nochmal überlegen, wie ich das sinnvoller verteile. Mal gucken, vielleicht werden es doch zwei Ladungen und ein bisschen. Sehr gut, ich habe mich schon gefragt, wann der Schluck aufkommt. Da ist er. So, auch noch mal ein bisschen Innenansicht. Aktuell keine Meldung von den Aufträgen, das finde ich gut. Das heißt für mich, die gerade in Gang sind, laufen. Und ich bin sehr gespannt, wo ich das Schneidwerk wiederfinden werde. Achso, ja, das haben wir natürlich auch noch dann die nächsten Folgen, ne? Die weiteren Aufträge abarbeiten. Ernteaufträge, Kalken haben wir angenommen. Da geht dann auch einiges. Na, läuft doch. Sehr schön. Mit ein bisschen Glück können wir noch nach dem Schafstall gucken. Aber nur gucken. Das dürfte reichen von der Kapazität her für den Rest, der hier liegt. Dann war meine Schätzung gar nicht so schlecht zwischen 1,5 und 2 Hängern. Hätte ich früher nie einschätzen können, als ich mit dem LS angefangen habe. Mit
mittlerweile sieht man das tatsächlich dann so ein bisschen. Oh, reicht doch nicht. Doch voll. Okay. Und dann fahre ich aber andersrum, dass ich hier wieder unten hinkomme. Naja. So, was ich mir natürlich ein bisschen genommen habe, sind jetzt die Wiesenflächen. Sprich, da könnte ich dann mal gucken. Also entweder machen wir Gras als Zwischenfrucht, sodass wir wieder Wiesen haben. Oder ich kaufe ein paar Wiesenflächen dazu. Es gibt da ja noch einige, die interessant sind. Was ich mir damit dann aber nehme, sind natürlich die Aufträge auf diesen typischen Flächen. Und die sind ja immer äußerst lukrativ. Da kommt ja auch gerade die ganze Kohle her. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlau, Wiesenflächen zu nehmen, sondern dann eher zu sagen, hey, wir nehmen anderweitige Feldflächen noch dazu und machen da Wiese drauf. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Wobei, wenn man zum Beispiel die Fläche hier dann als Zwischenfrucht mit Wiese einmal bestückt oder belegt, dann hat man wieder ordentlich. So, abladen. Sehr gut. Na dann machen wir es tatsächlich jetzt und springen mal raus. Aufträge laufen ja gerade. Ja, muss entladen werden, okay. Und dann schauen wir mal, was man sich hier so hinstellen könnte. Bauen. Tiere. Schafe. Da soll natürlich ordentlich Kapazität reingehen. 25, 65, 65, 85, 250. Jetzt kommen wir langsam in die Richtung, dass ich sage, ich bin interessiert. 400, 450, 300, 200. Einmal gucken, dass man hier so grob eine Richtung hat. Oder es sind halt günstige Schafstelle, so wie der hier. Ui. Wo man dann mehrere aneinander setzt. Das ist auch denkbar. Hier gehen 200 rein. Okay. Sheeps free, da weiß ich immer nicht, wie weit die laufen. 40, 40, 80. Hier nochmal 200. Offene Stelle für Milch- und Wollschafe. Ach. Es gibt dann auch Milch? Den finde ich gar nicht so doof. Mhm. 200 auf freier Fläche. Kostet nur 6.000. Ach, kostet 12.000, mehr nicht. Okay. Hatte ich den nicht im... Ach so. Ah, das hier sind Wollschafe, das hier sind Milchschafe. Jetzt habe ich es kapiert. 30, 18, 200. Hier ist wieder so eine offene Weide. Wo waren denn diese mit über 300? Die würde ich mir gerne mal genauer ansehen. 25, 100, 195. ...225... Hier ist der 300er.
Okay. Idee ist natürlich auch so ein bisschen. Oha, oha. Und ich habe keinen schlechten Rechner. Krass. Leicht überfordert. Habe ich Photoshop noch auf? Könnte sein. 450. Uff. Okay, dann ist aber auch die ganze Fläche weg. Das ist nicht ganz so Sinn und Zweck. 400. Oh. Den finde ich gar nicht schlecht. Da sind die Trigger. Da könnte man nämlich zwei platzieren und dann hätten wir 800 Schafe. Muss hier einmal. Wie kriege ich dich jetzt von der Performance her? Okay, den Schafstall abwählen. Dann kann ich mich auch bewegen. Bisschen weiter raus. So, jetzt muss ich mal überlegen. Guck mal, da könnte man nämlich zwei untereinander setzen. Wenn ich hier hinten anfange. Gut, hier könnte man vielleicht noch Silos weitere dran bauen. Aber hier oben würde man ja lang fahren, ne? So, hier und dann könnte man hier einen Weg längs führen. Ach, ich glaube, das sind die Silageballen hier. Da sind halt ein paar mehr. Sobald ich da ein bisschen von wegkomme, geht's auch. Und die nicht im Blickfeld sind. Ah. Ich sollte mir einen Silageballen, ein Ballenlager auf jeden Fall aufstellen. So, so wäre das mich gar nicht doof platziert. Da noch ein neben. Und dazwischen ein Weg runter. Und dann kann man hier noch ergänzen um weitere Flächen oder andere Tiere. Das ist nicht doof. Und dann hätte ich 800 Schafe. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass es so offen ist. Das gefällt mir gut. Wir machen das, glaube ich. Kostet? 130.000. Das ist natürlich das Manko an diesen Stellen. Aber okay. Ich habe gesagt, ich möchte Schafe. So, da hinten müsste ein bisschen Platz bleiben, dass man da noch lang fahren kann. Und ein bisschen gestalten kann. Ich denke, hier ist ganz gut. Nummer 1. Ja, und Nummer 2 geht gerade nicht so gut wegen der Ballen. Okay. Dann bleibt es erstmal bei Nummer 1. Wir haben einen Schafstall, Leute. Oder eine offene Schafweide. Allerdings sollten wir die holen oder sollten wir die hierher bringen lassen? Das kostet natürlich immer richtig Kohle, wenn die gebracht werden, ne? Und ich würde hier dann ja auch schon. Seid ihr alle für Wolle? Ihr seid alle für Wolle. Sehr gut. Und ich glaube auch keine großen Unterschiede. Nee. Ich würde natürlich Ausgewachsene nehmen. Und wenn ich da jetzt sagen würde, dass ich 60 Stück haben will, dann kostet die Liefergebühr 3000 Euro. Hier gehen 400 rein. 60, 120, 240, dann bin ich nämlich schon bei 12.000 Euro nur Lieferung. Na gut, wir haben die Kohle gerade, ne? Komm, wir packen da schon mal ein paar rein. Von jeder Sorte 60 erstmal. Kaufen. Davon auch 60, bitte. Kaufen. Davon auch 60, bitte. Kaufen. Sonst fehlt mir am Ende doch wieder die Kohle. Das wäre doof. So, 240 haben wir schon mal im Start. Und da der Fendt da noch steht, die Minuten nehmen wir uns jetzt noch. Zack. Anschmeißen. Bisschen geschickter drunter fahren. Ich hoffe, ich kann hiermit überladen und es aufnehmen. Ja. Oh, hier kann auch Mischrationen rein. Sehr gut. Dann kann ich die hier nämlich mal rüberbringen.
Gras. 209.000 Liter. So, das sieht jetzt noch nicht schön aus. Da muss ich dann noch einen Weg gestalten und sowas. Aber der Anfang ist gemacht. Cool. Gestaltung folgt dann. Ha, ich freue mich. Sehr gut. Oh, wird blockiert? Will ich. Wird nicht mehr blockiert. Gut. Das lese ich immer sehr ungern. So, mal schauen, ob das da alles reingeht oder nicht. Gut finde ich, dass die auch Wasser brauchen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Und so wie es gesetzt ist, müsste ich eigentlich auch mit Autodrive hier rankommen können. So, gleich mal Essen für euch, Brands. Haut ihr komplett weg, ne? Habe ich mir gedacht. So, Essen ist schon mal da. Das hier ist ein schönes Bild über die Bäume hinweg mit dem Ladewagen davor. Unser Schafstall. Et voilà. Schön, ich freue mich. Ich mag das ja immer, wenn man dann irgendwie neue Tiere und sowas hat hier, irgendwas Neues, was man ausprobieren kann, was neue Möglichkeiten eröffnet, neue Produktion etc. So, ein schöner Abschluss, wie ich finde. Machen wir mal Motor aus und gucken den Schäfchen zu. Ja, Hallöchen, willkommen. Da sehen wir auch jetzt von jeder Sorte was hier. Da hinten läuft eins mit dunklem Gesicht. Sehr schön. Gut, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, die Entscheidung mit den Schafen gefällt euch auch. Schreibt mir gern einen Kommentar, lasst mir einen Daumen da und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, freue ich mich selbstverständlich auch über ein Abo. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.